Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan und wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus den MOP-Szenarios. Und dazu habe ich wieder ein bisschen was gesammelt. Insgesamt wollen wir 30 Kisten öffnen. Und bevor wir anfangen, will ich euch mal den Stand zeigen. Ich bin bei 171 fehlenden Items, 49,25% habe ich, also quasi fast die Hälfte. Und bei den blauen Kisten brauche ich jetzt noch 136 Items, sind 39,55%. Und bei den epischen sind es noch 35 Items, sind 68,75%. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein und machen hier die erste Kiste auf mit einer Nullnummer. Hier übrigens ein Demon Hunter diesmal, also ein bisschen Ledergear. Nee. Und die dritte Kiste. Ah, eine Waffe natürlich. Wunderbar, sehr schön. Das können wir schon mal brauchen. Der nächste Char ist dann auch direkt wieder ein Demon Hunter. Vielleicht kriegen wir noch eine schicke Waffe. Nope. Nein. Und einen Kopf, den hatte ich leider schon. Schade. Und dann habe ich noch einen Test-Char reingeschmuggelt in das Ganze. Und der ist diesmal Priester. Ich dachte mir, ein paar Stoff-Chars sind nicht schlecht, weil da habe ich nicht ganz so viele. Also, und was haben wir? Leider nix. Nochmal nix. Und dreimal nix, weil es ein Ring ist, der kein Teamok bringt. Belastend. Dann haben wir als nächstes einen Demon Hunter. Und dann gucken wir mal. Kiste Nummer 1 war schon mal nix. Nummer 2 war auch nix. Und hier vielleicht eine Waffe? Nee, schade, einen Kopf. Dann haben wir einen Paladin. Jetzt schauen wir mal. Und, oh, da ist ein Item. Nice, das brauchte ich noch. Einmal Hände, oder? Ja, Hände. Ohne Brust. Die hatte ich schon. Und dann haben wir noch eine Brust, aber die brauche ich tatsächlich noch. Und noch ein Test-Char habe ich hier am Start. Einmal Hexenmeister diesmal. Und schauen wir mal. Stoff. Handschuhe. Nice, die brauche ich auch noch. Was haben wir denn hier? Einen Stab, den hatte ich schon. Und haben wir hier noch Schönes. Handgelenke, die kann ich auch brauchen. Wunderbar. Dann haben wir hier noch einen Hexer. Mal gucken. Bisschen Stoff. Da schaut's gut aus. Schultern. Sehr schön. Dann haben wir nochmal. Warte, sind es dieselben Schultern? Nee, das sind andere. Aber die hatte ich leider schon. Und einen Ring. Schade, das bringt mir nichts. Dann haben wir noch einen Monk. Das sieht schon wieder schlecht aus. Ja gut, das war eine komplette Nullnummer. Die Handgelenke hatte ich schon. Ne, Hände sind es. Und als letztes noch ein Test-Char, diesmal ein Magier. Schade, da war nichts drin. Da haben wir Hände. Ich glaube, die habe ich vorhin gerade gezogen, ne? Ah, Mist. Und zumindest die Hosen kann ich gebrauchen. So, zu guter Letzt haben wir dann noch einen Evoker hier. Und dann schauen wir mal rein. Sieht schlecht aus. Sieht nochmal schlecht aus. Komm, jetzt hier noch was Gutes. Nee. Naja, das war eher ein mäßiger Abgang hier an der Stelle. Gut, nichtsdestotrotz schauen wir einmal rein, wo wir jetzt stehen. Ich brauche jetzt noch 164 Items. Bin bei 51,33%. 133 brauche ich in den blauen Kisten noch. 40,88. Und bei den epischen brauche ich jetzt noch 31. Und das sind 72,32%. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit einem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.